Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Apfellike. Heute gibt es eine neue App-Review zur Fotobearbeitungssoftware Snapseed. Das Video wird parallel auch als Gastvideo bei iDominix hochgeladen und wir haben am Schluss noch ein Gewinnspiel für euch, also bleibt auf jeden Fall dran. Am Schluss könnt ihr einen Key für Snapseed gewinnen. Viel Spaß! Ja, Snapseed ist ein Fotobearbeitungsprogramm, was nicht unbedingt darauf abzielt, mit viel Arbeit und viel Zeit ein Bild zu verbessern, sondern eher das Gegenteil. Man kann ziemlich schnell mit ein paar Effekten wirklich ein tolles Ergebnis erreichen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich ziehe mir hier ein Bild rein. Ihr seht ein recht normales Bild, keine besonderen Effekte oder besondere Bearbeitung. Wir haben hier oben drei grundlegende Filter und unten einige Kreativfilter. Man kann klarerweise Basic-Einstellungen machen, wie Helligkeit, Kontrast, Sättigung und den Rest, was man alles noch kennt. Aber ich möchte euch das gar nicht zeigen, ich zeige euch was anderes, nämlich hier unter Details. Grundlegend ist das Programm ja so aufgebaut, man hat hier unten die manuelle Einstellungsmöglichkeiten. Man kann Regler hoch und runter drehen und das Bild so anpassen, wie man es selber haben möchte. Und hier oben haben wir immer Voreinstellungen, die wir direkt anwählen können und direkt das Ergebnis sehen. Ich wähle mir jetzt das hier aus, ein bisschen zu schwach, deswegen drehe ich es etwas höher. Und ihr seht, das Bild sieht um Weiten professioneller aus. Wir klicken hier mal auf Einwenden. Jetzt möchte ich noch eine Vignette hinzufügen, deswegen klicke ich jetzt hier zu einem der Kreativfilter. Wähle mir hier wieder durch, was ich haben möchte. Zum Beispiel das jetzt hier ist ein bisschen zu stark, deswegen drehe ich es etwas runter. Die Vignette etwas kleiner. Wieder auf Anwenden. Und ihr seht, wir haben in kurzer Zeit einen tollen Effekt erzeugt. Das Bild sieht um Weiten besser aus. Wir haben hier oben links einen Button, um einen Vergleich herzustellen, wie es vor und wie es nachher aussieht. Es sieht um Weiten besser aus. Und wir haben hier oben rechts einen Button, um hinein zu zoomen und hinaus zu zoomen. Und hier oben haben wir drei weitere Button, die uns die Möglichkeit bieten, mit dem Foto oder dem Bild weiter fortzufahren. Einmal, wir können es ausdrucken. Wir haben die Möglichkeit, es zu sharen. Per Mail, per Facebook, für Flickr und wir haben die Möglichkeit, klarerweise es direkt zu speichern. Außerdem haben wir auch die Möglichkeit, seit Laien die Applikation auch im Vollbildmodus zu nutzen. Jetzt möchte ich aber noch einen anderen Effekt euch zeigen, nämlich den Tilt-Shift-Effekt. Für alle, die nicht wissen, was Tilt-Shift bedeutet, bei Tilt-Shift möchte der Fotograf oder auch beim Film jetzt genauso verwendet, ist so darstellendes Bild, dass es aussieht, als wäre es von so einer Mini-Lens, so Mini-World abfotografiert worden. Also es alles so aussieht, als wäre es im Weiten kleiner, kleine Menschen, kleine Autos. Ich zeige euch mal einen Effekt, der Tilt-Shift-Effekt ist hier ein vorgefertigter Effekt, den man gleich anwenden kann und ihr seht, es sieht schon um einiges besser aus. Aber man hat wie immer die Möglichkeiten, das Bild weiter anzupassen. Zum Beispiel jetzt hier es zu fokussieren, es größer und kleiner zu machen und auch hier den Übergang einzustellen, Weichzeichner, das kann man alles genau einstellen. Ich klicke jetzt mal auf Anwenden. Und ihr seht, trotz des kurzen Einarbeitungsprozesses, ein kurzer Durchklicken durch die Menüs, haben wir einen tollen Effekt erreicht. Klarerweise kann man sowas mit Photoshop wahrscheinlich noch genauer und detaillierter machen, aber dafür braucht man um Weiten mehr Zeit. Wir wollen noch eine Vignette hinzufügen. Ich klicke hier wieder in den Kreativmenüs, hier mir die Vignette raus. Klick anwenden und mit einem Klick haben wir die Vignette ausgewählt und wir sehen das Endergebnis. So, einen dritten und letzten Effekt möchte ich noch zeigen. Was da oft immer ziemlich schwer ist, ist ein guter und professioneller Schwarz-Weiß-Filter anzuwenden. Besonders bei Photoshop kann man sich richtig lange damit rumspielen, bis man das richtige Ergebnis hat. Mit Snapseed haben wir hier einen fertigen Filter, den wir auswählen können und wir haben hier wieder die Voreinstellungen. Und mir gefällt jetzt hier ganz gut das Kontrast, deswegen wähle ich es hier mal aus. Haben wir die Möglichkeit, das hier genauer einzustellen. Das gefällt mir so ganz gut und ich klicke wieder auf Anwenden. Und ihr seht, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Klarerweise kann man mit Photoshop wieder bessere Ergebnisse erzielen, aber für die paar Klicks sieht es wirklich nicht schlecht aus. Um zu einem Fazit zu kommen, die App kostet 7,99 € und ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Besonders für die Leute, die mal Urlaubsfotos oder auch Fotos einfach mal so schnell bearbeiten wollen und aufwerten wollen. Das wäre eine gute Option neben zum Beispiel Photoshop oder auch einfachen Programmen. Wie gesagt, ich habe einen Key von den Entwicklern zur Verfügung gestellt bekommen, den ich an euch jetzt verlosen kann. Was ihr davon machen müsst, Achtung jetzt zuhören,
Da es ja ein Gastvideo ist, müsst ihr in den Link in der Beschreibung oder hier im Video einmal draufklicken. Dann kommt ihr zum eigentlichen Gastvideo bei iDominix. Und dort hinterlasst ihr einen Kommentar mit Ich mache mit, Minus und wieso ihr diese App gewinnen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen hoch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.